Jackie. Na? Wie ist die Lage? Die Lage ist beschissen. Ich schmeiß sie mal da raus, oder? Ja. Sie sind immer noch hier. Ja, ganz cool. Ja. So, ihr Hübschen. Hallo. Fahren wir jetzt mal ab, nochmal Abflug. Was ist denn ernst? 20 Minuten. Komm, nee, Dick. 20 Minuten. Hey, das stinkt hier. Ja, da gib uns die 5 Minuten. Nee, komm. Jetzt zieht euch mal an und pisst euch. Alter, Leute, was ist denn ernst hier raus? Check. Du brauchst den Schatz an. Wie geht's dir? Na, mach ich schon. Scheiße. Hey Jackie, wie geht's? Ich hab's verkackt gestern. Ich hab's wortwörtlich verkackt. Nein, du darfst das jetzt alles nicht so negativ sehen, weißt du? Ich hab sie verloren, Kim. Verstehst du es nicht? Ich hab sie verloren. Nee, du hast sie doch nicht. Ich hab sie verloren. Du musst einfach mal über verloren. Deinen eigenen Schatten springen. Ich muss nicht. Und dir denken, okay, das ist Kim, doch nicht ich hab sie verloren. Jackie. Hey. Ich wollte nur fragen, was war das gestern? Und ich würde dich echt gern sehen. Meld dich einfach mal. Dir geht's gut und was war das gestern bitte? Ich würde dich gerne sehen. Meinte ich einfach. Hey. Oh Gott, guck mal, sie hat schon gesagt gerade, was war das denn gestern? Oh, Jackie, sieh doch nicht immer das Negative. Sie hat gesagt, sie will, dass du dich bei ihr meldest. Mann, Scheiße, nein, was soll ich denn jetzt machen? Du musst ihr das sagen. Was sagen? Na, dass du auf sie stehst. Nein, ich will ihr das nicht sagen. Sie wird auch sicher Verständnis dafür haben. Wie Verständnis dafür, dass ich Jungfrau bin? Ich kann ihr das doch nicht einfach sagen. Das. Doch, erstens kannst du sie sagen und zweitens versteht sie das, dass du nervös bist und dass das alles ganz neu für dich ist. Das ist ja klar. Kim, du weißt immer noch, das ist keine Option. Ich werd das Problem einfach lösen. Wie? Also, was? Hä? Kommst du heute Abend mit? Wohin mit? Wohin ist egal, das wirst du schon sehen. Na gut. Ja. Ja. Wir kommen weiter auf. Ja, da ist ja eine Bar. Du weißt ja, ich habe so ein Problem mit Alina. Und das ist eine Lesbenbar. Also habe ich mir gedacht, ich bereite mich einfach auf Alina vor und ich reiße einfach eine Frau auf. Moment mal, Jackie, du hast ein Problem mit Alina. Du denkst, du hast ein Problem mit Alina, hast du aber nicht. Und du willst jetzt was machen? Du willst ja was mit einer Frau haben? Einfach so mit irgendeiner X-Beliebigen oder was? Ja, also. Ja, warum geht es denn nicht? Ich meine, ist doch alles cool. Ich gehe da einfach rein, dann reiße ich eine Frau auf und dann mache ich das Ding klar. Ey, Jackie, du spinnst doch. Das ist eine richtig scheiß Idee. Nein, ist es nicht. Aber guck mal, ich hab's dir extra nicht gesagt, weil ich schon wusste, das hätte ich dir vorher gesagt und nein gesagt jetzt. Dann gehe ich halt alleine rein. Nee, ey, du kannst doch nicht mehr. Hallo, nein, Moment mal.
Du kannst doch nicht mit irgendeiner Tussi jetzt was haben. Doch. Du hast doch was von Alina. Ja, aber trotzdem, ich mach das jetzt einfach. Egal, ich geh jetzt alleine. Dann geh du da vorne, ist die nächste Bar. Dann nee. Moment mal. Hey, hallo? Also, wenn ich dich jetzt mit reinnehme, dann wirst du mir das ganze Ding bestimmt versauen. Und dann bist du dran schuld und dann werde ich sauer auf dich sein. Also, gehst du jetzt lieber oder kommst du mit rein und versaust mir das Ganze? Okay, ja, du gehst Jackie, lieber. Okay. Ja, egal. Dann geh deinen Weg. Hier, geh deinen Weg. Ja, dann viel Spaß. Ja, ne? Danke dir auch. Ciao. Weiß ich. Scheiße. Wie macht man sowas überhaupt? Ich habe noch nie jemanden von mir aus angesprochen. Nicht mal einen Typen, geschweige denn eine Frau. Setze ich mich jetzt einfach dazu? Mann, ich hoffe einfach, dass ich hier keinen Riesenfehler mache. Hi, na? Kennen wir uns nicht? Hey, ja, aus der Schule, oder? Ja, wusstest doch. Ich glaube, dich hätte ich nicht vergessen. Du warst ein, zwei Klassen über mir, ne? Ja. Jana. Hey, Jackie. Ja, also was trinkst du? Voll coole Techno-Clubs. So. Ja, schon. Nicht so geil wie hier in Berlin. Aber schon gut, ja. Okay. Kann man machen. Das gibt es in London aber auch. Ja, mit Mieten oder was? Mhm. hast du vielleicht Lust, heute noch irgendwas zu machen? Ja. Oder ich wollte eigentlich sagen, ob du noch was vorhast, aber jetzt können wir ja schon so, ja. Ja, ich habe nichts vor. Ich bin offen für alles. Okay. Ja, wollen wir ein bisschen nach hinten gehen? Ja, können wir machen. Läuft bei mir. Flirten kann ich auf jeden Fall schon mal mit einem anderen Mädchen. Aber deswegen bin ich nicht hier. Entschuldigen Sie bitte. Hallo? Hallo? Sag mal, geht's ja noch? Ich hab schon mein Bier gestellt, aber ich bin voll am Handy hier. Danke. Ja. Dankeschön. Was war das? Ja, klar. Nichts, egal. Was machst du hier? Na, ich sitze schon seit einer Weile. Und warum bist du so unaufmerksam? Mann, ey, Jackie, mein Kopf. Warum? Wir haben uns gestern gesehen und haben rumgeknut und alles war fein, alles war tutti frutti und dann auf einmal macht sie einen Rückzieher und keine Ahnung, meldet sich heute den ganzen Tag nicht bei mir und ignoriert mich und keine Ahnung. Ich traf's nicht. Gebt euch doch einfach ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht hat sie einfach nur Angst. Vielleicht ist aber auch um ihre Gefühle ganz anders bestellt, als ich dachte. Ich habe noch nie so eine coole Toilette gesehen. Sie das in London. Ja. So. Irgendwie spüre ich bei diesem Küssen hier gar nichts. Es fühlt sich einfach so falsch an, als würde ich Alina betrügen. Ich sollte jetzt einfach sie küssen. Du, es tut mir echt leid. Du bist echt hübsch und so, aber irgendwie, ich kann das irgendwie nicht. Es ist doch klar, egal ob du jetzt 15 bist oder ob du 30 bist, wenn starke Emotionen im Spiel sind, dann sind wir doch alle verunsichert. Kannst du mir eine Limo machen, bitte? Mittlerweile habe ich echt keine Ahnung. Ich glaube einfach, ich beende das Ganze. Nee, ohne Scheiße, mache ich auch nicht direkt, lehne das nicht direkt ab. Es ist besser so. Mann, wir haben einen Altersunterschied von 12 Jahren. Nicht da und das gibt einfach nur ein riesengroßes Drama und ich will das nicht. Weißt du, das eskaliert wieder alles. Es ist einfach. Und vielleicht hat Jackie auch einfach einen Rückzieher gemacht, weil sie mich gar nicht will. Kann alles sein. Bevor das alles passiert und ich mich da irgendeiner Gefahr aussetze.
suche ich jetzt den Kontakt ab, ganz einfach. Ich werde die jetzt überall blockieren, fertig, Ende im Gelände. Kein Bock mehr. Nicht anders. Ende der Diskussion. Somebody, I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody, with somebody who loves me. Ey, das war schon wieder so, das war so dumm von mir. Das war so dumm. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich konnte auch nicht mit dem Mädchen nach Hause gehen. Es hat sich, weißt du, wie falsch sich das angefühlt hat? Es hat sich für mich angefühlt, als würde ich Alina betrügen, obwohl sie nicht mal meine Freundin ist. Ja, aber Jackie, guck mal, das, hey, das sagt doch schon alles. Weißt du, ich weiß selbst, dass ich dir das schon tausendmal gesagt habe, aber Mann, du musst einfach mit ihr reden. Alina wird Verständnis dafür haben, dass du noch Jungfrau bist und die wird das nicht schlimm finden, ganz im Gegenteil. Guck mal, das ist doch eine Ehre. Sie wäre deine erste Frau und die erste, mit der du Sex haben würdest. Das ist doch was Schönes. Weißt du, ich glaube, wenn sie was stört, dann einfach, dass du nicht mit ihr redest, dass du nicht offen mit ihr redest, dass du nicht ehrlich zu ihr bist. Weil das hat sie verdient und das weißt du selbst. Soll ich immer antworten? Ja, du musst ihr schreiben, Mann. Das ist auch nicht fair von dir, dass du die ganze Zeit nicht antwortest. Ich sehe ihr Profilbild nicht. Hat sie es rausgenommen? Ich sehe auch ihren Status nicht. Kim, die hat mich blockiert. Ach, Quatsch. Guck sie selbst an. Ja, toll, weil ich da so einen Rückzieher gemacht habe und keine Ahnung, mich nicht gemeldet hat. Jetzt hat die mich geblockt. Was soll ich denn jetzt machen? Ist es ihr Ernst? Weißt du, dann schlaf heute Nacht einfach mal bei mir und dann reden wir und dann, keine Ahnung, suchen wir irgendwie nach einer Lösung. Ich will nach Hause, Mann. Ich will einfach zu meiner Mutter. Ey, die hat mich blockiert, sag mal. Weißt du, das ist natürlich scheiße, ja, aber... Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Das ist nicht nur scheiße, das ist scheiße. Ich will nach Hause. Ich will zu meiner Mutter.